Sie könnten die neuen Minderheitseigner an der Elbe werden. Familie Aponte samt Enkelin Zoe bei einer Schiffstaufe in Hamburg vor wenigen Jahren. Vor rund 50 Jahren startete Kapitän Gianluigi Aponte mit einem schrottreifen Frachter. Heute ist sie die reichste Familie Europas. Mehr als 730 Schiffe, mehr als 70 Hafenbeteiligungen. Für Aponte zählt der Erfolg, den der Hamburger Hafen seit Jahren vermisst. MSC kann ja gut vergleichen, weil die 70 Terminals weltweit mitbetreiben oder zum Teil auch gänzlich betreiben. Und von daher gibt es eine gute Benchmark. Und da ist Hamburg der absolute Ausreißer mit den Kosten. Und entsprechender Druck wird hoffentlich dann ausgeübt werden, das mal anzupassen. Und das ist letztendlich seit Jahrzehnten ist das versäumt worden. MSC ist ein Familienunternehmen, geführt vom Patriarch, Kindern, Schwiegersöhnen und Töchtern. Was bei einem Mittelständler sympathisch anmuten würde, begründet bei MSC einen zweifelhaften Ruf, wenn es um die Belegschaft geht. Hamburg ist ein Traditionshafen mit qualitativ hochwertigem Umschlag. Die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben leisten gute Arbeit. Und natürlich haben wir Sorge, dass das auch MSC ein Dorn sein könnte. Und deswegen stellen wir es ganz nach oben, zu sagen, die bestehenden Tarifverträge müssen auch im zukünftigen Konstrukt geachtet werden. Bislang konnten Hamburgs Docker der Chefetage ihre Bedingungen fast schon diktieren. Die Macht der Straße im Hafen ist legendär. Jana Kamischke ist Sprecherin der Vertrauensleute in der Hala und glaubt den Beteuerungen des Senates in Bezug auf die Arbeitnehmerrechte nicht. Da hat man schon einige Zusagen gehört, von denen am Ende nicht viel übergeblieben ist. Und nein, ich glaube auch in diesem Fall den Aussagen des Hamburger Senats nicht. Herr Tschentscher wird sich daran messen lassen müssen. Aber wir haben hier schon festgestellt in den letzten Wochen, dass auch wir schon unterschiedliche Aussagen auf der Ebene gehört haben. Also das zeichnet sich jetzt schon ab. Nach Klaus-Michael Kühne hat heute auch noch das Umschlagunternehmen Eurogate ein konkretes Übernahmeangebot für die Hala angekündigt. Und auch Hapag-Lloyd ließ die Situation weiter eskalieren. Bislang wickelt das Unternehmen 100% seiner Europaverkehre über Hamburg ab. Jetzt könnte ein Teil der Ladung verlagert werden. Selbst eine nationale Hafenstrategie ist in Gefahr. Die angestrebte oder herbeigeredete Hafenkooperation, die ist damit zunichte gemacht. Denn die Mengen, die nun versprochen wurden von MSC, wo sollen die denn herkommen? Die können nur aus Bremerhaven kommen. MSC kann die Container ja auch nicht schnitzen, die können die nur von da wegnehmen. Insofern kann man verstehen, dass das auch von Bremer Seite als Riesenaffront gewertet wird. Bei dem gestern vorgestellten Deal scheinen für viele die Risiken größer als die Chancen zu sein.